Ja, und die nächsten 3 Punkte sind eingefahren gegen den HSV, vor allem in der ersten Halbzeit heute super effizient gewesen. Deine Worte so kurz nach dem Spiel? Ja, ich denke, war ein sehr starker Heimauftritt. Wir haben von der ersten Sekunde an Vollgas gespielt, sind vorne draufgegangen, haben es den Hamburgern schwer gemacht und dann Chancen erarbeitet, die glücklicherweise auch eiskalt genutzt. Und ja, erste Halbzeit waren wir die klar überlegene Mannschaft, kriegen ein Tor aus dem Nichts. Standardsituation war klar, da ist Hamburg immer gefährlich mit dem Çalhanoğlu. Der steckt die sehr gut. Aber sonst denke ich, haben wir ein super Heimspiel gezeigt und verdient gewonnen. Ja, verdienter Sieg. Hat natürlich gesehen, dass wir das erste Halbzeit 3 Tore geschossen haben, 3-0 in Führung gehen. Und dann eigentlich leider eine Minute vor die Halbzeit ein Gegentor bekommen. Aber insgesamt denke ich, dass es klar verdient war, dass wir die bessere Mannschaft waren. Die Standards von denen waren irgendwo ab und zu nochmal gefährlich. Aber das Einzige, was man sagen kann, ist vielleicht, dass wir am Ende noch ein paar gute Möglichkeiten liegen lassen. Wir haben einen Counter, um vielleicht noch einen 4. oder einen 5. zu schießen. Aber insgesamt denke ich, dass es eine gute Heimleistung war, wo wir direkt von Anfang an viel Druck gemacht haben, aggressiv waren. Und deswegen denke ich, dass es ein gutes Spiel war. Ja, wir sind natürlich sehr glücklich, dass wir hier zu Hause den Zuschauern was bieten konnten, dass wir nach vorne sehr gut agiert haben, hinten recht sicher standen und das Spiel am Ende gewonnen haben. Letzte Woche gegen Hertha habt ihr in der ersten Halbzeit ähnliche Chancen gehabt wie heute, da konntet ihr die nicht verwerten, danach wurde es dann auch weniger. Was ist da so der Hintergrund? Letzte Woche lief es nicht so mit der Chancenverwertung, heute lief es perfekt. Gibt es da einen Hintergrund oder ist es einfach nur Fußball? Das ist einfach nur Fußball. Man will den Ball immer reinschießen, so ganz klar. Und mal geglückt einem das, mal leider nicht. Gegen Hertha ist es weniger geglückt, heute sehr gut und da sind wir auch sehr froh drüber. Ja, das ist kein Hintergrund, das ist einfach Fußball. Manchmal läuft es einfach besser. Dann letzte Woche, so war es heute. Heute machen wir direkt von Anfang an 2 super Tore von Halil. Und wie gesagt, das ist Fußball. Keiner macht es mit Absicht hier, Chancen vergeben. Und heute waren wir sehr effektiv, sicher in die erste Halbzeit, zweite Halbzeit. Denke ich auch, dass noch mal ein paar gute Möglichkeiten waren von Eswein, von G. Aber wie gesagt, insgesamt denke ich, dass wir heute eine gute Abschlussquote hatten. Und deswegen machen wir dann auch 3 Tore. Das ist einfach Fußball, ist klar, aber Fakt ist, heute haben wir von der ersten Sekunde an richtig Vollgas gegeben und wieder Pressing gespielt, was uns auch zu Hause mal auszeichnet. Sind da etwas geschlossener und kompakter aufgetreten als noch letzte Woche, waren alle sehr motiviert, weil wir auch wussten, dass die Hälfte der Bundesliga heute auch nach Augsburg schaut, um zu gucken, was der HSV macht. Der Kampf um Klassenerhalt ist ja noch sehr, sehr spannend oder war spannend. Ja, war das für uns auch ein besonderes Spiel und wollten wir auch, Fair Play ist ja wichtig und noch bis zur letzten Sekunde hier Gas geben. Der HSV steckt jetzt noch tiefer unten drin, als es vor dem Spiel schon der Fall war. Fühlt man da als Fußballer, auch wenn es der Gegner ist, trotzdem ein bisschen mit? Ja, wir wissen natürlich, was da los ist im Moment. Wir haben das natürlich die letzten 2 Jahre auch bis zum Ende erlebt, Abstiegskampf. Aber wie gesagt, wir haben nichts damit zu tun und alles andere, muss ich sagen, ist mir auch egal. Wir wollten unbedingt die 3 Punkte heute. Und die haben wir geholt und es war auch klar verdient. Und wie gesagt, es ist eng unten. Da spielen noch ein paar Mannschaften gegen den Abstieg. Aber für uns ist es egal. Wir wollen die letzten 2 Spiele, die wir jetzt auch noch haben, so viel wie möglich Punkten holen. Und das ist halt unser Ziel. Ja, natürlich tut es mir leid, dass die Leute drinstecken. Die Tradition, die sind noch nie abgestiegen. Wäre es natürlich sehr schade, aber ich spiele für den FC Augsburg. Dafür habe ich heute alles gegeben. Und wichtig ist, dass wir hier noch nicht unten drinstecken. Das ist natürlich eine schwere Situation für den HSV und ich kenne zum Beispiel den René Adler noch sehr, sehr gut aus Leverkusen, haben 8 Jahre zusammengespielt und da drücke ich dir natürlich alle Daumen, die ich habe, ist ja klar. Ich denke, der HSV muss über die Relegation packen. Haben sie eine gute Mannschaft, nur sie brauchen auch Erfolgserlebnisse. Mitfühlen kann ich natürlich, aber viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Herr Slomka, wie fällt Ihr Fazit nach dem Spiel aus? Ja, schönen guten Tag. Muss ich irgendwas drücken? Nee, schönen guten Tag erstmal. Erstmal einen herzlichen Glückwunsch an Augsburg zu diesem Sieg und auch zu einer tollen Saison. Das ist, glaube ich, Rekordsaison für den FC Augsburg. Das gilt für uns im negativen Sinne. Wenn man 0-3 zurücklegt in der 42. Minute im Abstiegskampf, ist das erstmal eine ziemlich bittere Erkenntnis. Muss man mal so sehen. Wir haben schon beim ersten Tor, genauso wie beim zweiten Tor, schwerwiegende taktische Fehler gemacht, die zu der Chance geführt haben und haben dann natürlich auch in der Mitte
einen Spieler wie Halil Altıntop, der immer aus der Tiefe kommt, gerne aus der Tiefe kommt, nicht aufgenommen, sind nicht mitgegangen und haben ihn dadurch auch diese zwei Möglichkeiten eröffnet. Ich muss sagen, dass wir nach dem 0:1 eigentlich sehr gut im Spiel waren. Wir waren eigentlich auf dem Weg, wie ich finde, das Spiel auch ein bisschen in unsere Richtung zu lenken. Allerdings muss man auch festhalten, dass wir in der Offensive kaum Durchschlagskraft hatten und auch grundsätzlich wenig Durchschlagskraft haben. Wenn unser Torschütze immer nur Hakan sein kann und vielleicht einer der Torgefährlichsten dazu noch ein Innenverteidiger mit Heiko Westermann ist, ist das natürlich grundsätzlich zu wenig, um auswärts zu punkten. Deswegen haben wir heute einiges versucht, mit einem neuen Stürmer zu beginnen. Das war auch nicht so zielführend, wie wir uns das erhofft haben, wo das Bemühen bei allen da war, dieses Spiel zu drehen. Aber nach dem 0:2 war es dann schon ein bisschen schwerfälliger, nach dem 0:3 ganz besonders. Das 1:3 hat uns noch ein bisschen wachgerüttelt dann auch für die zweite Halbzeit. Das war aber auch da nicht so zwingend, dass man sagen kann, wir hätten den Anschluss oder gar einen Ausgleich verdient. Augsburg war immer gefährlich nach vorne. Deswegen sind sie heute auch dann als verdienter Sieger vom Platz gegangen. Dankeschön. Dankeschön, Herr Slomka. Markus, dein Fazit. Ja, danke für die Glückwünsche. Ich gebe sie gerne an die Jungs weiter. Ich bin selbst sehr stolz darauf, was sie heute wieder abgeliefert haben. Ich denke, dass wir eine sehr, sehr gute Anfangsphase gespielt haben, sehr gute erste Halbzeit gespielt haben, 3:0 führen. Ich denke, dass man gesehen hat, dass wir von Anfang an sehr früh gestört haben, den Gegner nicht zum Laufen kommen lassen wollten. Das haben wir sehr, sehr gut umgesetzt, mit sehr hohem aggressiven Anlaufen und daraus haben wir immer wieder dann auch die Ballgewinne gehabt, die wir gebraucht haben für unser Spiel, haben sehr schöne Angriffe immer wieder über die Außenbahnen gestartet und erzielen so auch die Tore über die rechte Seite. Halil Altıntop zweimal wird da super in Szene gesetzt, einmal von Paul Verhaag und einmal von André Hahn. André Hahn macht dann selber das dritte Tor, spricht für seine Leistung auch, dass er an zwei Toren mit beteiligt war. Sehr gutes Spiel heute wieder gemacht, nachdem ich ihn ja letzte Woche draußen gehabt habe, aber er hat bestätigt, dass er wirklich ein Riesenpotenzial heute hat. Zweite Hälfte ist klar, wenn du kurz vor der Halbzeit nach einer Standardsituation nochmal einen Anschlusstreffer bekommst, ist es immer möglich, dass der Gegner nochmal zurückkommt, aber es war heute nicht so. Ich denke, dass wir das Spiel über 90 Minuten kontrolliert haben, sehr, sehr verdient dieses Spiel auch gewonnen haben, weil wir die Tore erzielt haben und darauf sind wir sehr stolz, auch auf den Blick der Tabelle. Dankeschön. Dankeschön, Markus. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Bitte kurz das Handzeichen. Herr Slomka, das klang sehr resignativ, was Sie gerade gesagt haben. Sehr zutreffend, aber eben resignativ. Was gibt Ihnen noch Hoffnung, diesen Platz 16 verteidigen zu können? Also resignieren ist überhaupt nicht mein Thema. Da haben Sie mich vielleicht jetzt falsch verstanden. Die Enttäuschung ist natürlich da, weil wir mit den Vorlagen aus dem gestrigen Spiel natürlich, aus den gestrigen Spielen heute natürlich davonziehen, zumindest davonziehen wollten auf dieser Position, Platz 16. Jetzt kämpfen wir weiter um diese Position, Platz 16, aber um nichts anderes mehr. Herr Slomka, Sie haben schon angesprochen, schwere taktische Fehler bei diesen ersten beiden Gegentoren. Das war ja die Seite von Marcel Janssen, der da zum ersten Mal nach 7 Wochen und erst 2 Trainingseinheiten gespielt hat. Wer hätte Ihnen aus Ihrer Sicht denn da helfen sollen? Das ist sicherlich nicht die Schuld von ihm allein. Nochmal zweite Frage, was macht man jetzt mit René Adler? Also erstmal muss ich Sie korrigieren, Marcel Janssen hat die ganze Woche trainiert und nicht nur 2 Trainingseinheiten, das ist jetzt etwas übertrieben, was Sie sagen. Und Marcel ist natürlich jemand, der seinen Körper sehr gut kennt und der natürlich ein sehr erfahrener Spieler ist. Wir haben alle darauf gehofft, dass der Marcel auch heute zum Einsatz kommen kann. Und ich finde, dass er auch überwiegend sehr robust dastand und hat in dieser Situation sicherlich auch seinen Partner hat gefehlt, der ihn dort unterstützen soll in diesem Moment. Aber es nützt ja nichts, jetzt über einzelne Positionen zu reden oder kleinere Fehler zu reden. Genauso wenig hilft es uns, über vielleicht einen Fehler von René Adler zu reden. René hat schon so viele gute Bälle für uns gehalten, auch heute in der Partie wichtige Torschüsse vereitelt, sodass ich jetzt auch nicht den René jetzt irgendwie besonders kritisieren möchte. Wir müssen zusammenhalten, müssen gemeinsam versuchen, noch mindestens einen Sieg für uns herbeizuführen und das ist unser Auftrag. Keine weiteren Fragen? Doch, hier vorne noch.
Herr Slomka, es war zu lesen, dass Sie noch jemand im mentalen Bereich dazugenommen haben. Kann so jemand noch kurzfristig helfen? Ja, es war auch zu lesen, dass wir in einem Nobelhotel gewohnt haben. Das ist auch leider nicht korrekt. Wir haben jemanden dazugenommen im medizinischen Bereich, einen sogenannten Bioenergetiker. Das ist auch ein sehr anerkannter Beruf, hat aber wenig mit Mentaltraining oder dergleichen zu tun, sondern ging einfach um andere Dinge, die wir bearbeitet haben. Wir wollen ja auch alle Möglichkeiten ausschöpfen, um den Spielern der Mannschaft insgesamt zu helfen. Und deswegen sind wir auch einen Tag früher angereist und haben uns auf dieses Spiel konzentriert. Wie gesagt, leider haben wir zwei Tore kassiert durch taktische Fehler, die uns normalerweise nicht passieren dürfen, gegen so eine starke Mannschaft in der Offensive schon gar nicht. Und insofern haben wir da im Spiel heute nicht alles richtig gemacht. Können Sie vielleicht noch ein bisschen erklären, wie er als Bioenergetiker Einfluss auf Ihre Mannschaft nimmt? Das macht jetzt wenig Sinn, darüber zu sprechen, wie er Einfluss nimmt. Ich frage mich ja auch nicht, wie massiert wird oder wie ein Physiotherapeut behandelt. Er gehört zur medizinischen Abteilung dazu, wie jeder andere auch, der sich um die Spieler kümmert. Und da geht es um einzelne Behandlungs-, also um Behandlung im Einzelnen mit Spielern persönlich. Und ja, das ist ja immer so auch bei Physiotherapeuten. Nochmal eine Nachfrage von Herrn Bergmann. Herr Weinzierl, können Sie noch was zur Verletzung von Vogt sagen? Nicht hundertprozentig. Er ist ausgewechselt worden, weil er eben bei der einen Aktion ausrutscht oder beziehungsweise ein Problem gehabt hat an der Hüfte. Aber das werden wir dann morgen endgültig wissen. Macht jetzt keinen Sinn, da von mir irgendwelche Prognosen abzugeben. Herr Slomka, können Sie sich eigentlich im Training und in den Gesprächen mit den Spielern, haben Sie das Gefühl, dass sich die Mannschaft da noch komplett auf das Sportliche konzentrieren kann? Warum nicht? Was meinen so Sie viel, jetzt? Gerade so viel. Es gibt ja nichts anderes. Informationen, die Sie zu beantworten haben, alles um den Platz rum, aber wenig Sportliches eigentlich. Ja, das hat ja auch mit Sport zu tun. Ja. Wenn ein Spieler versorgt wird, medizinisch versorgt wird, hat das ja etwas mit Sport zu tun. Ja. Das ist ja klar. Und alles andere, das lasse ich gar nicht an die Mannschaft heran und gar nicht an mich ran. Ja. Schon gar nicht an mich ran. Ich konzentriere mich nur auf den Sport und auf die Spieler und auf die persönlichen Gespräche, auf die Taktik für den nächsten Gegner. Alles andere wäre Wahnsinn. Danke. Noch eine Nachfrage? Herr Slomka, es geistert ja auch immer noch dieser Auswärtsfluch durch die Statistik. Wie wenig Spaß machen diese Auswärtsreisen? Also ich kenne jetzt den Zusammenhang nicht zwischen Auswärtsniederlagen und Spaß am Reisen oder Auswärtsreisen. Also grundsätzlich haben wir uns vorgenommen, hier heute eigentlich das Spiel zu gewinnen. So sind wir in diese Partie gegangen, so haben wir die Vorbereitung gestaltet und das hat auch mit der Mannschaft zusammen einen riesen Spaß gemacht. Ich hätte nur der Mannschaft gewünscht, dass der Spaß sich länger vermitteln lässt, auch innerhalb der 90 Minuten. Wir sind halt viel zu früh 0-2 und auch 0-3 in Rückstand geraten. Es muss einfach möglich sein, dass man mal ganz, ganz lange Zeit zu Null steht, also dass man auch seine Chancen, die wenigen Chancen, die man nach vorne hat, dann auch für sich entscheiden kann. Und das hat uns leider heute gefehlt. Gut, herzlichen Dank. Der HSV muss zum Flieger. Alles Gute.